Willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu einem neuen Video. Heute geht es um ein kleines, kurzes, besonderes Thema. Es geht um die Frage, ob dieser Winkel genau ist oder unbrauchbar. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, wie kann man sowas testen? Kennt ihr bestimmt mit der Umschlagmethode. Man muss ein Brett oder irgendwas haben, eine Unterlage mit einer geraden Kante. Das ist ganz wichtig. Die Kante muss gerade sein und nicht irgendwie hubbelig. Sonst ist das Ganze nicht aussagekräftig. Ja, das ist ja ein Anschlagwinkel und von daher kann man den jetzt hier anlegen an die gerade Kante und zieht einen Strich mit einem feinen Bleistift. Und versucht, den Strich unten anfangend deckungsgleich nochmal zu zeichnen. Ja, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann es ja mal vergrößern. Das ist alles andere als winklig. So müsste man das jetzt eigentlich sehen können, dass das nicht winklig ist. Das geht also oben mindestens um einen Millimeter raus und der Winkel hat eine Kantenlänge von 30. Das bedeutet, auf einem Meter, wenn ich mal so unsere Korpusgröße hier messe, auf einem Meter sind das 3 Millimeter. Das tut es nicht. Jetzt will ich mal mein bestes Pferd im Stall rausholen. Das ist hier der Ulmia-Winkel, 30 cm Ulmia-Winkel, nicht ganz billig. Ich sage euch gleich, was man dafür hinlegen muss. Mache ich das Gleiche, lege den hier an. Umschlagen. Ich würde sagen, besser geht's nicht. Ich nutze seit kurzem auch diesen Winkel hier, weil Vita den als brauchbar hingestellt hat. Deswegen mache ich den auch mal. Den habe ich jetzt mir auch zugelegt. Gut, wenn ich das jetzt richtig vergleichen will, müsste ich einen gleich langen Winkel haben. Aber der ist jetzt nur 18 cm lang. Ganz so gut wie der Ulmia ist er nicht, aber nahezu auf einer Linie. Der Winkel hat aber noch ein zweites Problem. Und dafür habe ich den mal hier in die Vorderzange eingespannt und diesen Anschlagschenkel mal nach oben gesetzt und hinten eine Lichtquelle montiert. Schaut mal. Ich meine, man kann deutlich sehen, dass der am Ende jeweils, an den Enden jeweils aufliegt und in der Mitte einen Durchhänger hat. Wie viel wage ich jetzt gar nicht zu sagen. Ich würde mal schätzen, mindestens einen halben Millimeter, aber schätzen. Ganz perfekt ist der auch nicht, aber ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Das kann man akzeptieren noch. Ein weiteres Problem ergibt sich. Ich nehme hier mal den Schenkel von dem Ulmia-Winkel, setze den hier auf. Hört ihr das? Der ist in der Mitte bauchig, aber es ist klar, der ist ja nach unten durchgebogen. Das wirkt sich dann natürlich hier auf den Anschlag auch aus. Also als Anschlagwinkel kann man den nicht vernünftig gebrauchen. Ich nehme mal die andere Seite. Ja, auch leicht, ist nicht so stark, aber ja, unbrauchbar. Jetzt nehmen wir den Sima-Mix, Sima-Dix, so heißt der. Eben. Ja Leute, jetzt könnte natürlich der Eindruck entstehen, ich werde hier von Ulmia gesponsert oder dem Hersteller, der heißt übrigens SMA Bix, nicht SMA Bix, gesponsert. Nein, ich kriege hier nichts dafür. Das Video ist aus einem Frust entstanden bei mir, aus einem Ärger sozusagen.
Ja, nochmal zurück hier, der ist also unbrauchbar. Das, also so eine Delle hier kriegt man hier nicht raus, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja, könnte ich natürlich heftig schleifen, aber dann habe ich die Delle immer noch hier oben beim Anschlag und das nutzt mir nichts, den kann man nicht brauchen. Ich habe übrigens versucht, den Winkel zurückzugeben. Bei Amazon habe ich den gekauft. Ich hatte den dummerweise auch unter meinen Affiliate-Links eingestellt, weil ich den anfangs für gut hielt. Ich habe nicht so genau gemessen, habe da echt nicht aufgepasst. Der hat mir aber an der Kreissäge, wenn ich eingestellt habe, meinen Queranschlag, der ja relativ groß ist und damit der präzise sägt, habe ich mir diesen Anschlagwinkel hier gekauft. Und ja, jetzt habe ich den versucht zurückzugeben. Der ist 2 Jahre, 3 Monate bei mir. Da ist nichts zu machen. Ich könnte mich an den Hersteller wenden, haben die gesagt. Also Vorsicht, ich habe auch den Affiliate-Link hierzu wieder rausgenommen. Dann zu dem hier. Ganz hundertprozentig ist der auch nicht, aber man sieht, dass dieser Winkel hier bearbeitet ist. Also der ist hier schon mal nachgeschliffen, nachgearbeitet. Hier nicht. Und hier ist der wohl auch nachgearbeitet. Den 45-Grad-Winkel habe ich übrigens jetzt gar nicht getestet. Hier ist der auch nachgearbeitet. Also hier ist der auch nachgearbeitet. Und ich habe festgestellt, hier ist noch ein leicht, hier war ja noch auch so eine ganz kleine Delle drin, die man aber von oben nicht feststellen kann. Es könnte auch daran liegen, dass hier noch ein ganz leichter Grat vorhanden ist. Ja, vielleicht arbeite ich den nochmal nach, muss nochmal genau schauen. Vielleicht gebe ich ihn aber auch zurück. Ja, und der ist natürlich perfekt hier, ne? Der wird übrigens, dieser Ulmia-Winkel, der wird übrigens angegeben mit, habe ich nochmal eben nachgeguckt, das ist ja hier der etwas größer als 30, 35 oder 33 wird der angegeben. Der wird mit einer Genauigkeit von 0,02 mm angegeben. Das sind also 2 Hundertstel. Ja, hätte man nachdenken. 2 Hundertstel sind das. Das ist schon erheblich. Und man kann den hier mit einem Imbusschlüssel und hier mit einem Imbusschlüssel einstellen. Auf der einen Seite dreht man den rein und auf der anderen Seite dreht man den wieder raus. Es gibt auch ein Video von Ulmia dazu. Aber der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte ist, der kostet, habe ich auch noch mal gerade nachgeguckt, 89,99 Euro aktuell bei Amazon. Ja, ich weiß nicht, ob es drunter geht. Der hier war übrigens zum Preis von 18,39 Euro und der hier hat 17,90 Euro gekostet. Das sind beides Massenprodukte, ganz klar, aber der ist immerhin nachgearbeitet und vielleicht kann man den noch ein bisschen besser machen. Da muss ich nochmal gucken, ob ich ihn behalte oder ob ich ihn wieder zurückgebe. Den habe ich erst kürzlich gekauft. Ja, mich interessiert, ob ihr für mich einen Vorschlag habt, was ich hier machen kann. Gibt es da was Besseres, was Präziseres, was bezahlbar ist? Ja klar, Ulmia hat aber keine Anschlagwinkel soweit. Ja gut, der ist auch ein Anschlagwinkel, aber den kann ich ganz schlecht an meiner Säge verwenden. Also sowas in der Art wäre schon gut. Und da hätte ich gerne von euch einen Tipp. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, wenn ihr da was wisst. Ich suche außerdem noch einen kleinen Winkel, also so Schenkellänge 100 mal 100 oder so in der Kante. Aber genau. Wirklich, möglichst genau. Da hätte ich auch gerne einen Tipp von euch. Hier gibt es auch einen kleinen Ulmia-Winkel. Das käme auch vielleicht in Betracht, aber vielleicht habt ihr ja eine andere Idee und einen anderen Vorschlag. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Kurzes Video diesmal aus der kleinen Kellerwerkstatt. Ein bisschen frustig, das hat mich dazu gebracht hier. Bei meinem letzten Projekt habe ich da echt Ärger mit gehabt, mit diesem schwarzen Winkel hier. Ja, vielleicht kann man ja doch noch mal was dran machen. Da muss ich noch mal gucken. Mit meiner Fräse vielleicht hier irgendwie was machen. Mal gucken. Ja, okay, in diesem Sinne, schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.